Ja, herzlich willkommen zu unserer Spielshow. Einer wird, ja, was er denn wird, das werden wir Ihnen und unseren Kandidaten jetzt noch nicht verraten. Aber dafür begrüße ich schon mal erstmal unseren ersten Kandidaten. Das ist der Lück. Lück, bist du bereit? Ja, wir können gerne loslegen. Ja, wunderbar, dann klappt's. Ja, Lück, ja, schön locker bleiben. Ich weiß, deine Freundin schaut auch zu, aber keine Sorge. Die erste Frage kommt aus deinem Spezialgebiet, Computertechnik. Bist du bereit? Okay. Nun, sie lautet, welche Zutat kommt nicht in eine Spaghetti-Soße? A. Tomaten, B. Thymian, C. Knoblauch, D. eine Nvidia GeForce GTS 2. Das ist gar nicht einfach. Tja, Glück. Aber wir wollen ja auch die Antworten nicht zu einfach machen, damit du nicht zu einfach an den Gewinn kommst. Aber denk mal nach, es könnte etwas mit der Kategorie zu tun haben. Das hilft mir jetzt auch nicht so sehr weiter. Aber nach reiflicher Überlegung denke ich mal, dass ich auf Antwort D tippen werde. Und Antwort D ist richtig. Hallo, ihr Einsamen und Alleingelassenen da draußen vor den Fernsehgeräten. Willkommen zu einer neuen Sendung von Damian, der höllisch guten Fernsehseelsorge. Wenn Sie ein Problem haben oder Ihnen was auf dem Herzen liegt, können Sie mich anrufen. Unsere Telefone sind ab jetzt geschaltet und die Nummer ist unten eingeblendet. Da haben wir auch schon unseren ersten Anrufer. Wen darf ich denn da begrüßen? Jo, Jürgensen aus Hamburg hier. Herr Jürgensen, guten Abend. Was haben Sie denn für Kummer? Jo, also ich habe mir ja nur Windows 98 gekauft, aber ich habe gar nicht 98 Fenster hier bei mir zu Hause. Was kann ich denn da wohl nun tun? Ja, Herr Jürgensen, das ist natürlich ein schwerer Schicksalsschlag. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen in der kurzen Zeit da einen Rat erteilen kann. Ja, also eigentlich, wenn ich... Ich kann Ihnen nur einen allgemeinen Rat geben. Jeder von uns macht mal eine schwere Krise durch. Lassen Sie da auf keinen Fall den Kopf hängen, dann wird das alles schon wieder. Ja, also, dann mal danke. Wieder einer armen Seele geholfen. Unsere Leitung ist natürlich weiterhin geschaltet. Also Lück, vielleicht überlegst du dir die Antwort nochmal genau. Ich lese dir auch gerne noch einmal die Frage vor. Nein, ich bin mir ganz sicher. Ich bleibe bei Antwort C. Bist du dir ganz sicher? Ja, ich bin mir ganz sicher. Du kannst es dir wirklich nochmal überlegen. Nein, ich will es mir nicht nochmal überlegen. Ich hol dir auch gerne noch ein Glas Wasser. Ich will auch kein Glas Wasser. Ich will Antwort C. Du kannst wirklich noch Zeit haben, um es dir zu überlegen. Ja, sag mal, red ja hier gegen die Wand. Ich sagte, ich will Antwort C. Also gut, damit unser leicht unentschlossener Kandidat noch etwas Zeit zum Nachdenken hat, machen wir jetzt Werbung. Wen darf ich denn jetzt in unserer Fernsehseelsorge begrüßen? Ja, hier ist der Jochen aus München. Jochen, hallo. Ja, ich habe das Problem, dass mich mein Raketenwerfer hier nie in Ruhe Computerspiele spielen lässt. Jedes Mal passiert irgendetwas und dann bekomme ich von ihr die Hucke voll. Ja, Jochen, das hört sich nach einem schwerwiegenden Problem an. Hast du deine Freundin vielleicht irgendwie geärgert? Nein, das ist es ja gerade. Ich bin immer völlig unschuldig. Ja, Jochen, ich kann dir da eigentlich nur einen Rat geben. Kuschelbärchen, treibst du schon wieder die Telefonrechnung mit den Spiele-Hotlines in die Höhe? Nein, nein, mein Raketenwerferchen, ich wollte nur... Ja, das Problem hat sich wohl von alleine erledigt. Ja, guten Abend, mit wem spreche ich? Jo, nochmal Jürgensen aus Hamburg hier! Herr Jürgensen, hallo, hat Ihnen mein Rat weitergeholfen? Na, deswegen rufe ich ja nur an, ne? Jetzt bin ich hier wie ein Idiot wegen der Windows 98 rumgelaufen und habe mir 98 Fenster besorgt. Und jetzt kommt Windows 2000 raus! Also, Lück, jetzt kommt die Entscheidung. Du kannst entweder mit den 100 Millionen Mark nach Hause gehen oder es riskieren und auf den Super-Hyper-Sonderpreis spekulieren. Du hast außerdem noch alle Joker. Nein, es nutzt nichts. Ich benutze die 50% Chance. Du hast übrigens noch einen Telefonanruf frei. Ja, den werde ich jetzt nutzen. Ja, bitte?
Nein, du Idiot, doch nicht mich anrufen. Mein Gott, Mensch! Wegen einer kleinen technischen Störung darf unser Kandidat seinen Anruf wiederholen. Ja, guten Abend, mit wem spreche ich? Hören Sie mir zu, ich habe wenig Zeit. Jeder von uns hat wenig Zeit in seinem Leben. Aber deswegen muss man sich doch nicht gleich so aufregen. Doch, ich habe nämlich eine ganz wichtige Frage an Sie. Wichtige Fragen? Was sind wichtige Fragen? Wichtige Fragen stellen sich doch meistens als völlig belanglos heraus. Um Himmels Willen, hören Sie mir doch bitte zu! Aber ich höre Ihnen doch zu, die ganze Zeit schon. Und ich stelle gerade fest, dass wieder eine verirrte Seele da draußen ist. Das ist nichts, ich werde raten. Ich nehme Antwort D. Antwort D nimmst du also? Nun, Antwort D ist tatsächlich richtig! Ja, herzlichen Glückwunsch und meine Damen und Herren, welchen super Sonderpreis unser Kandidat hiermit gewonnen hat, das geben wir Ihnen nach der Werbung bekannt. Also Jungs, hier ist er, unser brandneuer, sündteuer Replikator. Damit könnt ihr Gegenstände aller Art vervielfältigen. Hey, cool. Kann ich damit Spiele vervielfältigen? Oder vielleicht 5 Minuten erringen? Ja genau, dafür wurde dieses Teil angeschafft, um uns nämlich die Arbeit zu erleichtern. Sorry, dass ich nicht eher kommen konnte. Ich habe so viel zu tun, ich weiß gar nicht, was ich als erstes machen soll. Ach, mach nichts. Manfred hat uns gerade den neuen Redaktionsreplikator vorgestellt. Damit kann man Dinge vervielfältigen. Gegenstände vervielfältigen? Genau. Das Ding kann alles duplizieren? Ja. So, und jetzt alle wieder an die Arbeit. Herzlichen Glückwunsch, das war wirklich eine tolle Leistung. Damit hast du das erste Mal in der Geschichte unserer Sendung den absoluten Super-Hyper-Sonderpreis gewonnen. Und das sind nicht 1 Million Mark, das sind nicht 100 Millionen Mark. Nein, du wirst Redakteur bei der Zeitschrift PC Player. Na, wenn das nichts ist, wunderbar, ausgezeichnet, da ist die Freude groß. Wegen des Artikels wollte ich nur sagen, dass... Ja, Udo, das ist toll, dass du den so viel abgegeben hast. Der ist wirklich spitze. Scheint ganz gut zu funktionieren. Angela, neue Bundesgate-Testversion ist jetzt endlich angekommen. Udo, zur Erinnerung, die hast du dir vor einer halben Stunde abgeholt. Manfred, sag mal, ich habe diesmal gar keine Gänsebrechung bekommen. Natürlich hast du die bekommen, die habe ich dir schon längst gegeben. War der Klon eine gute Idee oder ist Udo wie üblich der Gelackmeierte? Nächsten Monat in den Multimedia-Leserbriefen erfahren Sie genaueres. Komm bitte. Sag mal, Angela, das neue Bundesgate-Testmund. Testmunster. Munster. Gut, damit unserer. Ups. Gut, damit unser entschlossener Moderator noch etwas Zeit zum Text lernen hat. Ich muss lachen, Moment, ich muss eben kurz 5 Sekunden auskühlen. Nicht jetzt nerven. Jetzt darf ich wieder mal. Mit unserem Moderator noch ein bisschen Zeit zum Grinsen hat, machen wir jetzt Werbung. Du, Angela, das Bundesgate-Testmonster. Das ist ein Monster. Das ist ein schwieriges Wort. Ist die neue Version von Bundesgate jetzt endlich angekommen? Wie du hast dich doch schon vor einer halben Stunde versprochen. Hallo, liebe Kinder, wie habt ihr euch denn benannt? Da kriegt ihr ja was mit der Route. Ach, Weihnachtsmann, das hast du völlig falsch verstanden. Oh, so ein Scheiß. Ja? Angela? Ja.
Die haben halt immer gute Laune.